Für günstige FIFA-Points und PSN-Karten checkt gerne meinen Sponsor IGFold aus. Der Link ist natürlich unten in der Videobeschreibung verlinkt. Außerdem könnt ihr noch mit dem Rabattcode FIFAGaming 6% sparen. Checkt gerne meinen Shop aus für die neuen Nice-Sachen und die Camouflage-Sachen. Link ist natürlich unten in der Videobeschreibung. Gratis Autogrammkarte und Gratis-Tasse gibt es ab sofort zu jeder Bestellung dazu. Also gerne abchecken. Es gibt mal wieder eine neue Icon, Leute. Und zwar heute eine Torhüter-Icon. Ja? Eine Torhüter-Icon, die wir noch nicht im Draft hatten. Torhüter gibt es ja nicht so viele Icons. Vielleicht könnte man eigentlich erraten, ohne Scheiß. Wie viele Torhüter-Icons gibt es? Weiß das einer? Könnte man in die Kommentare schreiben. 4 oder 5 vielleicht? Schreibt es mal rein, wenn ihr es wisst, wie viele Torhüter-Icons es gibt. Vielleicht errät einer die, die wir heute im Team hatten. Lasst gerne Like, lasst gerne Abo da. Wie immer, falls ihr nicht abonniert habt, gerne kostenlos abonnieren, Glocke aktivieren, um kein Video mehr zu verpassen. Wie immer noch gerne meinen Shop auschecken. Ihr wisst es, die neuen Nice Designs. Schwarz auf schwarz, weiß auf weiß, wie ich es hier anhabe. Als T-Shirt, als Pullover erhältlich. Und das natürlich auch noch als T-Shirt und als Pullover und noch vieles mehr. Link ist oben in der Beschreibung. Es läuft noch die Aktion. Es gibt noch ein paar von den limitierten hier Autogrammkarten. 10 Stück, ihr wisst es, limitiert mit einem Smiley und einer E-Mail-Adresse hinten drauf. Ja, meldet euch bei der E-Mail, wenn ihr davon eine bei eurer Bestellung dabei habt. Und ich schicke euch dann ein gratis Überraschungspaket aus meinem Shop zu. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im Video wieder, Leute. Wir starten direkt, bleibt bis zum Schluss an. Okay. Oh Mann, wir haben nur die 3-4-1-2-Formation. Ist auch nicht so Baba, ne? Habe ich auch noch nicht so geile Teams mitgebaut. Harry Kane, Falcao, Eriksen, Willian und Falcao sind am Start. Können wir eigentlich schon Eriksen mitnehmen? Oder sogar Harry Kane? Ich weiß gar nicht, was mit Kane ist, Digga. Da gab es ja immer mal Transfergerüchte letztes Jahr mit Barcelona und so weiter und so fort. Dann mit Real auch, als Ersatz für Benzema. Aber bislang ist da gar nichts passiert. Ich glaube, wir nehmen mal Harry Kane mit. Ich habe irgendwie das Gefühl, der Fokus ist ein bisschen weg gerade von Harry Kane. Ich habe das Gefühl, der bleibt doch für immer dabei Tottenham, Alter. Ich sag's euch. Kann ich mir irgendwie auch nicht vorstellen. So Barcelona mit Harry Kane, Real Madrid, der passt da irgendwie meiner Meinung nach auch irgendwie nicht so hin. Ich weiß nicht, wie ihr das denkt oder so, aber der passt da meiner Meinung nach nicht hin. Dira, Digga, ist der schon länger bei Fenerbahce? Ich weiß gar nicht. Aber anscheinend schon, der hat ja auch das Trikot an. Wir nehmen mal hier. Nehmen mal diesen Snorgratz mit hier. Ja, läuft, Alter. 75 Nonware, Alter. Grüße gehen raus an Snorgratz. Bester Spieler, Alter. Man sagt, oh, Santi Gasola. Er hat eigentlich eine geile Karte, ne? 5-Star Skill, 5-Star Weakfoot, aber hat er einfach 60 Tempo als linke Mittelfeldkarte. Der wird trotzdem mitkommen, was soll der Geiz? Okay, Innenverteidiger, ab geht's. Innenverteidiger Nummer 1, Team of the Year vielleicht. Nein, Sergio Ramos, aber da haben wir Naldo als Monaco-Transfer. Let's go, Digga. Erste Transferkarte dieses Teams für 1 Million. Warum auch immer. Hat Schalke den für 1 Million abgegeben. Frag mich nicht warum. Let's go, Digga. Da ist die erste Transferkarte. Generell komische Transfers passiert, ne? Morata ist jetzt safe, dass er ausgeliehen wird für, ich glaube, für 1,5 Jahre sogar an Atletico. Dann ist ja Higuain zu Chelsea gegangen und so weiter und so fort. Da sind schon einige komische, kuriose Wintertransfers passiert, muss ich sagen. Aber so ein absolut kranker Top-Transfer war jetzt, wenn ich ehrlich bin, auch noch nicht dabei. Okay, da haben wir wieder Eriksen. Gott sei Dank haben wir den eben nicht mitgenommen. Haben wir den jetzt nämlich als 91er am Start. Nehmen wir mit. 91er Eriksen. Schmeckt, würde ich sagen. Geht klar. Kann man machen, Digga. Kann man auf jeden Fall machen. Okay, 2. Innenverteidiger. Let's go. Team of the Year oder nicht? Ja, nein, kennt ihr nur die. Scheiße, Mann. Okay, keine Ahnung, ob von denen einer gewechselt ist. Sieht aber nicht danach aus, weil die Trikots passen vom Ding her alle zum Verein. Man kann es eigentlich immer daran sehen, ob die Trikots, wenn die andere Trikots anhaben, daran siehst du eigentlich, dass die gewechselt sind, aber bei denen siehst du, die haben alle eigentlich passende Trikots an. Das heißt, die werden eigentlich gewechselt. Wir nehmen mal am Gala mit. Zum Beispiel hier Naldo, Digga. Er ist bei Monaco, hat hier einfach nur sein blaues Schalke-Trikot an. Da kennt er nichts, Digga. Der Hals ist auch richtig lang, ne, von Naldo, aber der Typ ist auch 1,98. Bruder muss komplett zum Kopfball, Alter. Ich sag's dir. Okay, letzter Innenverteidiger, dann Torhüter. Orban, Romagnoli, De Maio, Jagielka und Da Silva. Auch keiner transferiert. Bislang. Vielleicht passiert's noch, wer weiß. Wir müssen eigentlich Jagielka mitnehmen, ne, um auf Chemie zu kommen. Oh, Digga, das ist absolut broke eigentlich, ne? Ah, Mann, ey. Ach, Digga, wir nehmen Jagielka mit. Komm, was soll's. Aber auch absolut lost, ey, ohne Witz. Okay, Torhüter, komm mal. Der muss gut werden. Pinke Animation. Vielleicht eine Icon. Da haben wir eine Icon. Yashin ist am Start, Mann. 89er Yashin. Sehr, sehr geil, Digga. Haben wir den schon mal im Draft, Digga? Ich weiß es gar nicht, Mann. 89er Yashin, Bruder. Muss mal kurz überlegen, Digga. Ich glaube, den haben wir auch noch nicht im Draft, ne? Den Yashin. Ich weiß es nicht, Digga. Kann sein, kann auch nicht sein. Egal, wir nehmen Yashin auf jeden Fall mit, Alter. Sehr, sehr geil. 89er Icon. Hat aber auch noch 2 bessere Icons. Schade, Digga. Kann man nichts machen. Okay, ZOM.
Ab geht's. Der muss gut werden. Foden, Gomez, Fekir, James und Reus. Okay, ist jetzt auch nicht so Baba. Eigentlich können wir James mitnehmen. Ja, James nehmen wir einfach mal mit, aber bringt auch nicht viel, wenn ich ehrlich bin. Scheiß drauf, passt hier absolut gar nicht rein. Okay, ZM und dann der letzte Stürmer noch des Teams. Lassene, Alter, wer ist das denn? Fred haben wir noch am Start. Fred geht ja immerhin klar. Der bringt wenigstens ein bisschen Chemie. Nein, ja, Fred mal mit hier. Okay, chemietechnisch sieht er absolut scheiße aus, ne? Aber wirklich absolut. Aber ja, es geht ja nicht in erster Linie um die Chemie. Come on, Higuain oder so im Sturm. Ah, Benzema in Form, 86er. Aber kein Higuain, kein Morata, leider nichts. Schade. Ja, Aubameyang nehmen wir einfach mit, glaube ich. Heiß. Guck mal, wir könnten jeden mitnehmen. Der linkt den. Werner linkt auch den. Checo linkt keinen. Benzema linkt auch einen. Alle außer Checo linken einen, Alter. Das gibt's doch nicht. In dem Aubameyang mit, heiß rated. Geht klar, würde ich sagen. Okay, ab geht's auf die Reservebank. Wir haben jetzt eine Transferkarte, Mann. Wo sind die denn alle? Eigentlich kriege ich immer Fabregas in letzter Zeit. Monaco Fabregas kriege ich die ganze Zeit. Der wäre perfekt, Mann. Der würde hier sogar unseren Naldo grün linken. Und Santi Gasola auch noch als Spanier. Also Fabregas, ja, den können wir mal gebrauchen jetzt hier. Wir nehmen erstmal Hummels mit. 90er Hummels. Passt auch. Obwohl, warte mal. Was ist denn, wenn wir das so machen? Ah, wäre jetzt mal Naldo noch bei schön bei Schalke hier geblieben, Alter. Ich sag's dir. Dann wäre die Chemie hier auch noch mal ein bisschen besser. Aber naja, kann nichts machen. Okay, dann machen wir das Ganze erstmal so. Hey, oder Naldo, um den das Team geht, muss erstmal auf die Bank, Digga. Egal, Naldo muss erstmal raus. Wir schauen mal, vielleicht kriegen wir das Ding sogar noch 100 Chemie gepusht. Da kommt Naldo erstmal auf die Bank, Alter. Scheiß mal drauf. Den können wir gleich wieder reinpacken. Vinicius ist auch noch da. Bringt uns auch absolut gar nichts. Haben wir schon wieder eine neue Liga drin? Ich habe halt noch... Ja, scheiße, Mann. Obwohl, warte mal. Wir können das so machen. Ah, Fred, Alter, was? Das bringt 13 Chemie weniger. Warte mal. Ne, warte mal. So, ich wollte das machen. Zack, so machen wir. Ah, okay, kommen wir genau auf selbe hinaus. Hat sich absolut gar nicht gelohnt, aber wirklich absolut gar nicht. Naja, egal. Weiter geht's. Die letzten drei Reservespieler und dann noch die 7 Auswechselspieler. Cahill ist am Start. Sanchez haben wir auch noch. Oh, Sanchez ist gar nicht schlecht, Mann. Ja, Sanchez, Link, Fred, Grün und Aubameyang natürlich auch noch. Ja, nehmen wir Sanchez erstmal mit. Zack, bam, 6 Chemie bringen das mehr. Wir können das Ding sogar echt noch auf 100 Chemie bringen hier. Ja, mal gucken. Ach, haben es halt nur 6, ne? Egal, wir kriegen das noch irgendwie. Wir kriegen das noch irgendwie hochgepusht, Leute. Ich sag's euch. Pinke Animation. Come on, noch eine Icon. Oh, Messi. Ach, Messi können wir aber nicht einbauen. Bringt uns also gar nichts. Aber wirklich gar nichts. Fabinho wäre eigentlich gar nicht so schlecht. Aber wenn Fabinho jetzt mitnehmen würden, das wäre echt nicht schlecht, weil der würde noch als Brasilianer Naldo linken. Aber wir können keinen 94er Messi liegen lassen und dafür einen 85er Fabinho mitnehmen. Das geht auch nicht klar. Also von daher nehmen wir Messi wieder hier. Scheiß mal drauf. Fabinho kriegen wir gleich nochmal. Vielleicht sogar als Info. Wer weiß. Wenn wir als Info kriegen hier. Oh, Kanté, Marcelo Team auf dir. Ja, wir müssen jetzt eigentlich Kanté mitnehmen, weil sonst kommen wir nicht mehr auf 100 Chemie. Wir haben keine Transferkarte hier bislang. Wir haben nur Naldo als Transfer, Digga. Was ist denn hier los, Digga? Das gibt es doch nicht. Zack, so sind wir sogar auf 100 Chemie, Digga. Let's go, Alter. Scheiß mir hier auf Naldo, Digga, mit seiner Transferkarte. Ich sag's euch. Wir bauen hier einfach ein freshes Yashin-Team. Sonst bringt das auch nichts. Na komm, Alter, wir bauen jetzt hier noch ein freshes Yashin-Team. Das Ding ist... Ja, wir haben halt 3 Non-Rare-Karten noch drin, Alter. Ah, Bruder, muss komplett los. 3 Non-Rare-Karten. Das schmeckt aber auf jeden Fall gar nicht. Koulibaly. Ah, läuft. Läuft absolut, Digga. Hätten wir auch am Anfang besser Sergio Ramos mitgenommen, ne? Da wollte ich hier das Transferkarten-Draft machen. Und dann kriegst du wieder nur eine Transferkarte. Da hätten wir auch Ramos mitnehmen können am Anfang. Man of the Match, Digga. Ey, das wäre viel fresher gewesen. Jetzt, weil jetzt können wir das Transferkarten-Draft hier wieder eh vergessen. Hier sind kaum Transferkarten am Start. Dann können wir auch direkt hier das Yashin-Draft draus machen. Ich sag's euch. Koulibaly, nehmen wir einfach mit. Bringt nichts. Aber scheiß drauf. Sieht fresh aus, Mann. 88er immerhin mal ein guter Inform, Digga. Können wir nur nicht reinstellen, ne? Bringt uns also auch nicht viel. Ja, naja. Aber wir sind immerhin auf dem 188er oder 188er Bewertung gerade. Naja, wir schauen mal. Wir müssen noch diese 2 Non-Rare-Spieler austauschen. Hazard haben wir noch. Nice. Bale haben wir auch noch. Wir nehmen Hazard mit, aber den können wir leider nicht hier rüberstellen, ne? Bringt 2 Chemie weniger, aber wir könnten natürlich... Vielleicht 2 Chemie durch den Manager gleich kriegen, ne? Das geht auch noch. Das sieht wenigstens fresher aus, als da jetzt so ein 75er Non-Rare zu haben. Ey, das ist na, absolut broke, Mann. Das lassen wir mal lieber direkt sein. 89er Wertung sogar, guck mal.
Haben sogar noch hochgepusht jetzt hier. Zack, Mann. Wenn jetzt noch die beiden anderen Non-Rares rauskommen, könnte vielleicht sogar noch, weil wir haben echt eigentlich heftige Karten. Pink Animation. Come on. Wir könnten das Ding hier vielleicht, wenn es richtig gut läuft, sogar noch auf einen 190er bringen. Ohne Scheiß. Könnte machbar sein. Ja, Perisic nehmen wir mal mit. Okay, 4 Spieler sind es noch. Wird schwer jetzt, Alter. Die müssen jetzt wirklich alle 4 richtig, richtig gut werden. Ja, Guarin haben wir am Start. Das war's mal wieder. In Sachen guten Karten, in Sachen richtig guten Karten, war es das auch wieder absolut hier, ich sag's euch. Ja, nehmen wir Guarin mit. Highest rated Spieler gewesen. Auch nicht so Baba jetzt im Endeffekt, aber egal. Der muss vielleicht nochmal gut werden, dann könnte es noch klappen mit dem 190er. Wird auch wieder nix, ey, Mann, ey. Arias, läuft man. Ach, scheiße, wir sind so runter. Obwohl, wir, ja, vielleicht kommen wir durch das Team wieder hoch. Könnte machbar sein. Aber ich glaube, auch wenn wir jetzt hochkommen, wird das 190er nicht mehr möglich sein. Gucken, zack. 189 wieder hoch. Ja, ich glaube, das 190er wird nicht mehr möglich sein. Es sei denn, die letzten beiden Männer sind auch wirklich heftig. Und wir tauschen halt diese zwei. Ah, ne, wir haben ja nur noch. Ah, wir haben nur noch einen Innenverteidiger jetzt. Das war's dann auch wieder, glaube ich. Scheiße, Mann. Ah, der wird auch. Ah, Mustafi wieder. Der. Wie, ja, schon wieder ein Non-Rare-Spieler, Mann. Aber der ist immer ein 82 anstatt hier 77. Läuft. Ah, oh, und der linkt sogar noch Hummels. Ja, aber es bringt gar nichts. Ja, danke dafür. Danke dafür, Mann. Kein einziger Chemiepunkt hat es gebracht. Vielen Dank, vielen Dank auch. Hat sich absolut gar nicht gelohnt, ich sag's euch. Okay, aber wir wissen ja, dass wir auf 100 Chemie kommen. Also von daher ist ja egal. Wenn nicht, packen wir halt diesen Wohl oder Übel, müssen wir dann diesen Snorgratz wieder reinpacken. Auch wenn das broke wie sonst was ist. Aber geht ja nicht anders. Okay, letzter Spieler, Leute. Ab geht's. Vielleicht wird der nochmal heftig. Come on. Ja, obwohl, wir haben schon Yashin im Tor. Und dann kommt nochmal der Kreier, Alter. Ich glaub's nicht. Oh mein Gott. Digga. Ich wollte gerade sagen, der kann ja jetzt eigentlich nicht mehr. Oder was heißt, da wird wahrscheinlich nichts mehr Gutes kommen, weil wir eh schon Yashin haben. Dann kommt noch die Kreier, 97. Okay, kann man machen. Ja, also die Torhüter-Auswahl in diesem Team war, würde ich sagen, mal on fire. Wir sind sogar immer noch auf dem 189er, Digga. Das hätte ehrlich ein 190er werden können. Wenn da noch ein, zwei bessere Spieler eben gewesen wären, ey. Okay, wir müssen erstmal schauen, dass wir von der Chemie kommen. Die 3-4-1-2, Digga. Ich habe da immer drüber. Ey, guck mal, haben wir einen russischen Manager. Bringt gar nichts, danke. Ein Chemiepunkt. Nicht mal einen passenden Manager, dein scheiß Ernst. Okay, dann müssen wir diesen Snorgratz wieder reinpacken, ey. Dann werden wir safe. Guck mal, wir haben jetzt einen 188er. Dann werden wir safe mit dem 75er wieder runterdroppen gleich. Auch wenn wir auf 100 Chemie sind, sind wir wahrscheinlich trotzdem noch auf dem 188er Draft. Und da können wir es jetzt wahrscheinlich eigentlich so lassen. Oder reicht das für einen 189er? Ja, natürlich nicht. Aber das war wieder klar, Mann. Das wohl durchsortieren vielleicht. Ja, doch, durchsortieren hat es geklappt. Nice, Mann. Okay, nice. 189er im Endeffekt. Das war's von diesem Draft, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like, lasst gerne ein Abo da, wie immer, falls ihr noch nicht abonniert habt. Gerne kostenlos abonnieren, Glocke aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Wie immer auch gerne meinen Shop auschecken. Für die nice Designs, schwarz auf schwarz, weiß auf weiß, als T-Shirt, als Pullover, gibt es hier in diesem Design. Und so gibt es das auch noch als T-Shirt und als Pullover. Checkt es gerne aus, Link ist unten in der Beschreibung. Danke für euren Support. Gratis Autogrammkarte von mir unterschrieben jetzt auch noch dazu. 10 Stück davon sind wie immer limitiert. Die haben hier hinten so ein Smiley und eine E-Mail-Adresse drauf. Meldet euch bei der E-Mail-Adresse, die hinten drauf steht, wenn ihr eine davon bei eurer Bestellung dabei habt. Ich schicke euch dann noch ein Paket aus meinem Shop zu. Gerne abchecken. Wir sehen uns morgen wieder, heute Abend bei No Mounts. Ciao!